Herzlich willkommen zu unserem neuen Video bei Unser Leben am Walnussbaum. Wie schon angekündigt, heute mal die Vorstellung vom Brenzen, die Alternative zum Solis. Wir haben uns den im Frühjahr 2022, oder vielmehr im Winter, haben wir uns den gekauft, weil wir einfach da am Grundstück Bäume rumheben, mulchen, Bodenbearbeitung, Erdtransport, Steine transportieren. Wir haben zwar den Gartenpanzer, Motorschubkern, aber es ist doch mit so einem Traktor um Welten einfacher. Und den würde ich euch jetzt ganz gerne mal vorstellen. Wie komme ich zum Brenzen? Ganz einfach. Vor ihm Motorenhardinger. Mir war Solis sehr bekannt, oder sehr bekannt, als Kleintraktoren. Wir haben einen gesucht, der eben in der billigen Klasse ist, weil so viele Stunden kriegt er jetzt bei uns nicht. Er hat jetzt bei uns heuer, wir haben jetzt Oktober, und für uns war es das ein normales Jahr. So, hör mal, der, wenn jetzt heuer seine 150 voll macht, dann waren wir noch fleißig unterwegs. Dann habe ich im Internet gesucht, was da bei uns in der Nähe ist. Jetzt in Tschechien schaut es da ganz schlecht aus, aber drüben in Oberpfalz war dann ein Händler, der hat sich aber nicht weiter gemeldet. Und dann war eben der Motorenhardinger noch, der ist nicht weit von uns weg. Den habe ich dann angerufen. Er hat gesagt, ja, Solis würde er auch verkaufen, hat er aber nicht da. Er hätte alternativ dazu eben den Brenzen. Habe ich gesagt, warum soll ich den kaufen? Hat er gesagt, naja, warum nicht? Gibt sie auch nichts anderes. Bloß, dass laut seiner Aussage Brenzen eben in Deutschland einen technischen Kundendienst da hat, Ersatzteilversorgung somit einfacher ist. Ja, und sind keine Inder, sondern Koreaner. Also Südkorea. Und ansonsten geben sie die irgendwo nicht wirklich viel. Es ist die günstige Klasse. Und dann hat er ein paar Modelle da gehabt. Schaltgetriebe, Hydrostat. Und wir haben uns dann für den Hydrostat entschieden. Das ist der 2505H. 25 PS mit Hydrostat. Hat Dieselmotor, eh klar. Die ganzen technischen Daten findet ihr da unten auf unserem Blog. Ich weiß die jetzt nicht alle auswendig. Da gibt es eine ganze Litanei mit Länge, Breite und was weiß ich. Ich schreibe euch da einen Bericht runter. Das verlinke ich ja gleich unten in der Videobeschreibung. Wer es genau wissen will, das Fahrzeug ist Allradgetrieben. Hat praktisch einen Schnell- und Langsamgang. Ich nehme mal die zweite Kamera mit und zeige es euch danach alles. Hat einen Schnell- und Langsamgang. Da kann man nur, also da ist Allrad bei Bedarf, dann Allrad und Antrieb aus. Weil wir gerade dabei sind, Zapfwelle, Heckzapfwelle, kann ich auch mal ausschalten. Dann gebe ich jetzt Heck und Mitte und rein Mitte. Er hat da unten, ich hoffe, man sieht es nicht. Er hat eine Mittelzapfwelle, ist die Möglichkeit, gibt es als Zubehör Mittelachsmähwerk. Oder man kann die Zapfwelle auch nach vorne verlängern. Für Frontmähwerk, Frontantrieb, Besen, alles Mögliche, also mit Frontkraftheber auch. Haben wir aber nicht, weil wir es nicht brauchen. Wir haben nichts weiter für vorne
Wir haben als Anbaugerät den Mulcher. Spiele ich dann auch noch mit ein. Der ist Heck angebaut. Vorne habe ich eigentlich 100% den Frontlader drauf. Frontlader gibt es einmal Bremsen Eigenbau oder den Stoll. Der Stoll, soweit ich weiß, hebt ein wenig mehr. Wir haben jetzt den Stoll, weil er drauf war. Klingt jetzt blöd, aber ist so. Das Gerät hat er einfach da gehabt. In neu habe ich gesagt, wenn er uns den verkauft, nehmen wir den. Und damit weiß ich es auch schon. So genau konfigurieren, ja, müssen wir es nicht. Wir haben dann dazu die Gabel, wir haben die Schaufel, wir haben eine Mistgabel. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Ich habe ihn jetzt auch da in der Konfiguration, wie ich ihn eigentlich ständig oder fast immer habe, eben mit der Gabel zum Baumstämme rumheben, zum Paletten rumheben, zum alles Mögliche rumheben. Wir haben da allerdings auch einen Heckstapler dazu gekauft. Und da eben auch den hydraulischen Oberlenker. Den habe ich aber in eBay dazu gekauft, weil der da deutlich günstiger war. Ja, Fahrzeugbreite ist so, wir haben den jetzt breit gestellt. Also die Felgen sind innen. 1,27 Meter. Es gibt verschiedene Bereifungen. Man kann den noch, ich glaube, 20 cm schmäler stellen, 1,7 Meter oder so. Schaut in der Beschreibung auf unserem Blog. Es geht deutlich schmäler. Er ist jetzt da in der breiten Version. Hängt damit zusammen, weil wir eigentlich alles in schräg haben. Und selbst da muss ich sagen, ist er uns hinten nur zu leicht. Wir werden jetzt da hinten noch Wasser in die Räder reinfüllen. Kommt aber in einem extra Video. Also Abo, ne? Nicht vergessen. Dann erlebt ihr das auch mit. Weil er sich gern hinten aushebt und weil er für den Frontlader hinten eigentlich ein wenig wenig Gewicht hat, habe ich überlegt, ein Heckgewicht, aber das hängt dann halt hinten nicht mehr drauf, was tue ich dann wieder mit meinem Stapler. Gerade jetzt bei Baumstämme und so weiter, da ist der Frontstapler schneller mal in der Grenze. Er hebt so ehrliche 300 Kilo, dann wird es aber schon. Es ist ein Kleintraktor, ne? 25 PS. Und hinten hebt er halt immer das Doppelte. Ne? Also wenn ich Heckgewicht hätte, müsste ich das wieder wegbauen. Denn, also wir bauen es ständig, ne? Da habe ich auch gesagt, vergiss es. Ne? Also wenn wir jetzt dann in die Reifen noch Wasser reinfüllen, um da einfach ein wenig mehr Gewicht und ein wenig mehr Standsicherheit, weil so Schräglagen mache ich nicht. Ist so, ist ein Schmalspurschlepper, ist jetzt nicht an den Bremsen geschuldet, das sind alle anderen auch. Wenn ich jetzt da nicht irgendeinen spezialisierten Bergtraktor habe, wenn die alle so, also ihr wollt auch nicht so da bei unserem Grundstück rumfahren, weil dann macht das Ding Männchen und ist weg. Ne? Ich habe ihn noch nicht umgeschmissen, Gott sei Dank, aber man hält ja seine Frontlader schon flach. Frontlader habe ich jetzt gerne mal ausgefahren, also wenn man irgendwo bei die 2 Meter sei, Hubhöhe, die Schaufel voll mit Erden auf, ich glaube, die hat 1,20 Meter oder so, ist jetzt kein Problem, hebt er leicht weg. Ich wollte eben sowas glanz, weil so viel Platz haben wir jetzt dann auch wieder nicht, dass wir jetzt da nur riesen Wege für einen großen Traktor bauen. Ja, dann gehen wir weiter an dem Ding. Zündung an. Die Anzeige, ihr seht's, Drehzahlmesser, Stundenzähler, Tankuhr. Mehr ist da nicht. Dann haben wir da für die Zapfwelle im Betrieb, ohne dass man drauf sitzt, der Lichtschalter, Blinker. Da ist der Zapfwellen Einschalter, Ausschalter und das ist Standgas. Mal schauen, wie man das irgendwie filmen kann.
Da unten ist die Handbremse, also Fußbremse, Treten, Hebel ziehen ist die Handbremse und nebendran ist Standgas oder Gasfeststeller. Und da ist der Schlüssel. Er hat eine Differentialsperre. Sitz ist soweit verstellbar, außer die Rückenlinie, die kann man nicht verstellen. Aber die Vorwärts-Rückwärts kann man verstellen und das Gewicht. Dann gehen wir mal nach hinten. Also wie gesagt, ich habe jetzt da den Heckstabler drauf. Das ist ein italienisches Modell. Er hat 3 Punkt, Cut 1. Führe ich jetzt da mal so durch. Dann da unten Zapfwelle, Anhänge, Maul. Da gebe ich jetzt einen Anhängebock mit Kugelkopf. Den haben wir allerdings als 3 Punkt. Weil der weiter raussteht, sonst ist man da so dermaßen nah an die Reifen. Das ist die Heckansicht von dem Gerät. Überrollbügel ist klappbar. Dann haben wir da hinten noch das zweite Steuergerät für den Heckanbau. Dann da ist Höhenverstellung von der Ein Dreipunkt, das ist die Verstellung vom Frontlader. Ganz einfach. 4 Anschlüsse. Dazu nehmen wir die zwei immer raus und koppeln das dann vom Mulchgerät mit an, weil das hat ja Seite- und Schwenkverstellung. Und da unten ist die Frontlader und die Komplettbatterie aus. Da mal einen Blick auf die Achse. Zeige ich euch einmal von vorne. Ja, Fahrpedal haben wir vergessen. Fahrpedal ist vorwärts, rückwärts. Ihr müsst da auch nicht Gas geben dazu oder so. Das macht er von selber. Also nur vorwärts, rückwärts treten. Jetzt zeige ich euch nochmal den Motor. Motoröffnung ist wieder Hightech, da brauchst du wieder einen längeren Ingenieurstudium. Man ziehe ich da hin, dann fällt der Schlüssel runter. Dann kann man die Klappe aufmachen. Hält von selber. Wir haben jetzt da erst den ersten Kundendienst gehabt. Einmal bei 50, wir waren wieder ein wenig langsamer. Also da ist der Tank, den kann man natürlich von außen betanken. Ich sag mal, wenn man so unbedingt gewollt hätte, hätte man den auch ein wenig tiefer hocken können, weil wenn man Kanister betankt, ist schon hoch drum. Ne? Dann haben wir da unten den Motor, ich glaube es ist 2-Zylinder, 3-Zylinder. 3-Zylinder müssen jetzt gewesen sein. Also das ganze Ding muss man da vorne allerdings irgendwie die Schrauben aufdrehen, sonst geht es nicht weg. Ja, Wassernachschauer, da ist der Filter, der geht relativ leicht raus. Wenn man das rauszieht, kann man den da, also da auf. Wenn man dann zwei Hände zur Verfügung hat, geht es leichter. Dann kann man den mal ausklopfen, das ist auch nicht schlimm. Weil da neue Luftansaugung eingesteckt. Da drüber ist fertig. Ja, da ist Öl nachfüllen, da unten ist, ach man sieht es wahrscheinlich jetzt recht schlecht, da ist der Luftfilter. Es ist nicht das Himmelsding, die Motorhauben zu öffnen.
Ich muss sagen, ich mache die sowieso nicht auf. Dafür habe ich die Werkstatt. Jetzt kurz nochmal zu Branson selber. Ich habe mich jetzt dafür euch ein wenig erkundigt. Wieso, weshalb und was die machen. Die machen eigentlich im kleinen Schlepperbereich vor 19 bis, ich glaube, 70 PS. Wenn ihr Interesse habt an andere Bremsen, ich würde da für euch einmal gerne zum Motorenhardinger hinfahren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Der hat einige dastehen. Dann kann man andere Modelle auch mal filmen und vorstellen. Habe ich jetzt nichts davor, mache ich, weil dass ich halt irgendwelche Videos bringen kann. Ne? Und weil ich bin jetzt da nicht der Bulldog, der Traktorverkäufer. Ne? Wir haben den, wir sind, muss sagen, ich bin zufrieden damit. Für das, was wir brauchen, funktioniert er. Natürlich gibt es da andere Schlepperhersteller mit allem Schnickschnack. Wir haben jetzt da mit dem ganzen Ding so Runde 20 bezahlt. Ich weiß von anderen Herstellern, da geht dieser Spaß dann bei 30 und 40 los. Ich persönlich, ich komme aus dem Segment Hausmeisterdienst zum Beispiel, war ja eben auch Frontkraftheber. Ich bilde mir ein, da gibt es eine Kabine drauf. Winterdienst, ne? Ihr könnt ein Mittelmähwerk reinmachen, könnt hin eine Absaugung hinbauen. Dann habt ihr da einen vollwertigen Schlepper. Es gibt da Rasenbereifung dafür oder so Industriebereifung nennt man die, also die nicht so ganz so gestollen hat. Dann habt ihr da einen vollwertigen Schlepper für alle möglichen Arbeiten im Hausmeister, im Außenanlagenpflegebereich. So jetzt einmal Gartenlandschaftsbau bedingt. Eine kleine Fräse hin, Wohnungsverwaltung. Also so halt ohne weiteres, warum nicht? Warum 50 ausgeben, wenn man auch was Vernünftiges für 20, 25, also jetzt anbauteilig gesagt, ne, kriegt. Und ich sehe jetzt da keinen großen Nachteil. Ne? Also ich sage mal, wenn wir jetzt da früher schon so einen Frontlader gehabt hätten in der Wohnungswirtschaft, ich wäre nicht besser gewesen. Das Ding wiegt 1100 Kilo, glaube ich. Man kann ja problemlos auf einen Anhänger verpacken, ohne dass ich jetzt dann einen LKW zum Ziegen brauche. Wie gesagt, er geht noch schmäler, sprich Gehwege, Wohnanlagen, wo nicht so viel Platz ist. Und durch den Hydrostart ist es echt ein angenehmes Fahren. Ich brauche nicht schalten und machen und tun. Vorwärts, rückwärts, fertig. Das ist eigentlich das, was mein Ding immer ist. Ich will das Gerät nicht zum Spielen und Machen und Tun draufhocken und es muss gehen. Ja, Nachteile habe ich natürlich auch gefunden, klar. Ist zum Beispiel der Schnellkuppler vom Stoll. Zeige ich euch jetzt gleich. Wie gesagt, der Tank oben, ob der unbedingt ganz da oben sein muss, ich weiß es nicht. Was ich mir gewünscht hätte, wäre irgend so ein Werkzeugkästler, wo man mal einen 17er, einen 19er Schlüssel reinpacken kann. Also nicht jetzt eine mobile Werkstatt, sondern einfach so ein kleines Täschler, weil hinten zum Unterlenker festmachen braucht man doch immer einen Schlüssel. Wenn du da nicht einsteigst, ist er weg. Dann da der Getränkehalter. Ja, hätte man auch was Gescheites bauen können oder wenigstens einen Gummi neu machen. Ne? Ansonsten, jetzt lasse ich mal schnell den Frontlader runter, also das geht auch ohne. Ne? Das ist einmal da beim Frontlader. Die hätte ich mir gewünscht, wenn die noch ein wenig länger gewesen wären. Weil wenn man die Schaufel auskippt, sie stellt sich bloß so schräg. Mir wäre es lieber gewesen, man kann sie ganz runter, dann kann man mal was wegschieben. Und dann das Spitzenanbau,
Schnellsystem da. Warum baut man es nicht passend? Das heißt, wenn man da nicht hundertprozentig rechts und links, ich hoffe, ich kann es jetzt irgendwie wegen Filmer, wenn man das da nicht genau erwischt, schiebt er sich da unten, dass einer von die zwei Klammern nicht passt. Warum man das sowas macht, ich weiß es nicht. Oder weil das ist jetzt auch Stoll da, die Gabel. Ja, und dann Gabel, ne, ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt. Das erste, was ich bei der Gabel gebraucht habe, war Flex. Um die Farbe wegzuwischen, zu kratzen. Da oben, dass man die einzelnen Zinken überhaupt verstellen kann. Weil da ist so viel Farbe drauf, dass die Zinken nicht mehr rutschen. Liebe Firma Stoll, liebe Firma Bransen, das Ding ist was zum Arbeiten und nicht mein Schickimicki-Spielzeug für die Garage. Ja, Gabelverstellung, wenn wir gerade da sind. Man zieht den Splinter raus, zieht das komplett raus und dann kann man es verschieben. Ich kann jetzt gerade nicht schieben, weil ich gerade keinen frei habe. Funktioniert, also gibt es jetzt nichts zu motzen dran. Das bestimmt auch wieder nur mal einfacher funktionieren, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das Gerät nicht mehr kaufen sollte. Er hat bis jetzt ohne zu zicken, das Einzige, was wir gemacht haben, war der komische Sitzschalter, den haben wir jetzt einmal überbrückt, weil ich habe den Sitz relativ hart gestellt, damit man nicht ständig auf jeden Buckelchen komplett ins Kreuz geschlagen kriegt. Und das hat der Sitzsensor nicht gewollt. Er hat dann dauernd pfiffen und zum Anlassen hat man dann den Sitz runterdrücken müssen, dass er auch gesprungen ist. Ich weiß, wann ich meinen Traktor anspringen lasse. Ich bin auch nicht böse wie jetzt. Bremse ist drin. Mal zeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Traktor anlässt und nicht erst aufkrabbeln muss, einen Sitz setzen, anlassen, um dann beim Ankuppeln hinten den Heckkraftheber ein bisschen anzuheben oder irgendwie. Es geht so auch. Und wer nicht in der Lage ist dafür, ne, der soll ja sein Ding nicht bedienen. Das werde ich mein Leben nicht begreifen, für was mir tausende Sensoren und wenn man da nicht hockt. Und wenn ich auf dem Traktor hocke und der Sensor fängt das Pfeifen an, dann ich weiß, ob ich drauf hocke oder nicht. Also bin ich nicht völlig ballerballer. Kann jetzt Bransen nichts dafür, ist ja, muss ja bei allen mittlerweile sein, dass wenn man aufsteht, das Ding ausgeht. Habe ja auch schon Traktoren gehabt, da hast dann, bist dann aufgestanden, weil du Schauer wolltest, dann geht die Kiste aus. Also seid mir nicht böse, ne? Oder der Sensor hat dann einen Wackler und ständig ist das Ding am Ausgehen. Wozu? Es hat keinen Nutzen da, wenn ich brauche da keinen Schalter. Ich weiß, ob ich sitze oder nicht. Und Ausganger wäre jetzt sowieso nicht. Er hat dann bloß Pfiffen und Bremse anzeigt, dass man bremsen soll. Ich will nicht bremsen, ich weiß auch, wenn ich bremsen soll. Und wenn das Ding umfällt, ob er dann ausgeht oder nicht, er bleibt ja sowieso stehen, weil sobald ich vor die Pedale runtergehe, steht er. Und ja, wie gesagt, für komplette Vollidioten, die sollen sich halt dann noch nicht draufhocken. Ich meine, die sollen halt dann zu Fuß gehen oder sich führen lassen. Es ist mir zu hoch. Ihr werdet es immer wieder merken in meinen Videos. Es ist mir zu viel. Ja, wie gesagt, ich habe da bei einem anderen gesehen, der hat einen orangenen gehabt. Ich nenne jetzt keinen Namen. Einen der Größe. Auch mit Frontlader. Und der hat bloß zu anderen Seiten absteigen können. Beim Bremsen kann ich jetzt, ich zeige es euch, da und da. Finde ich gut, weil man hat halt gerade
im Traktorbetrieb, in der Landwirtschaft, so jetzt einmal so überspitzt gesagt, ne? Ich muss halt einmal rechts, einmal links, runter, je nachdem. Oder wenn man da was. Ich renne halt nicht ständig um das Ding rum. Ja, soweit zu dem Traktor. Wenn sie was tut damit, wir werden jetzt heuer auch nochmal grubbern damit. Ich werde dann auch nochmal aufnehmen, wenn wir Baumstämme rumheben, wobei das in die Videos schon mal gezeigt habe. Die Schnellkuppler werden wir jetzt noch anbauen lassen. Also die schweiße nicht selber, ich kann es nicht lassen machen, der sich damit auskennt. Zeige ich euch dann auch. Wie gesagt, wenn Interesse ist an andere Modelle, gerne. Schreibt es einfach in die Kommentare vorhinüber, macht mit einer was aus. Soll dann der Hattinger sein, gut, das ist Oberpfalz, das ist schwierig. Ich übersetze es. Er kennt sich da aus, er ist in erster Linie Motoreninstandsetzer. Also der weiß genau, was in so einem Motor und warum. Ne? Also da fragt mich nicht, ich bin Anwender. Und dann, wie gesagt, dann zeigen wir, wie die Reifen aufgefüllt werden mit Flüssigkeit, Wasser, Salzwasser, glaube ich, ist es. Und die Schnellkuppler angeschweißt. Schnellkuppler finde ich da gar nicht schlecht, weil jetzt auch mit dem Mulchgerät, man kommt nicht so 100% hin. Das sind ja rechts und links auch, selbst bei der Gabel, da geht es jetzt, man kann den heben, so schwer sind die nicht. Aber auch beim Grubber, den stelle ich eigentlich an für die nächsten Videos dann vor. Es ist einfach einfacher. Die Möglichkeit besteht, warum soll man es dann nicht nutzen? Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Kommentare gerne, ich versuche sie alle zu beantworten, sofern ich sie lesen kann. Es ist auf dem Kanal, also auf dem Anbieter da leider nicht immer der Fall. Also falls da keine Antwort kommt, liegt es nicht an mir, dann ist es aus welchem Grund auch immer geblockt. Teilweise kriege ich dann die E-Mail-Benachrichtigung über den Kommentar, kann den dann auch lesen, aber ich kann den nicht beantworten. Ist so, müssen wir so hinnehmen. Dafür dann auch noch gleich auf unseren Telegram-Kanal verweisen, der ist im obersten Kommentar angepinnt. Da wird er auch immer wieder was über den und so weiter finden. Also es ist kein politischer Kanal, es ist, wir stellen da alles Mögliche vor, was wir halt so betreiben. Eben zensurfrei soweit und ja, man kann da ja kurze Videos und alles Mögliche, wobei ihr das alles auch auf unserem Blog findet. Wenn ihr mehr über den Traktor erfahren wollt, wie gesagt, andere Traktoren von der Branson oder aber alles Mögliche von uns, gerne ein Abo mit Glocke. Glocke, dass ihr einfach wieder informiert wird. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, ich habe euch was zeigen können und dann bis zum nächsten Video. Und heute kann ich mal aus dem Bild fahren.